Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom LS17. Ihr seht da oben, Feldmissionen bestanden. Ich habe da oben Feldnummer... unten Feldnummer 30 habe ich jetzt gerade eine Mission gemacht, weil ich glaube, das ist ein Feld, was wir gerne haben würden, oder? Ansonsten sind wir hier fertig mit Ernten, ihr seht es. Und das heißt, wir können jetzt diesen Trecker freisetzen, damit wir mit der Ballenarbeit beginnen können. Sehr schön. Funktioniert ja wunderbar hier. So. Was wir mit dem Mais machen, bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Ich glaube, den nehmen wir mit zum Hof. Weil im Moment ist der beste Preis oben bei Agribusiness. Und bevor wir da jetzt hinfahren mit dem bisschen Mais, obwohl wer den Kolben nicht ehrt, ist die Ernte nicht wert, aber mit dem bisschen Mais, da fahren wir lieber das zum Hof, da müssen wir eh hin, um die Presse zu holen. Denn wir werden jetzt Ballen pressen, jawohl. Wer ja gelacht, können wir da nicht auch hinkriegen. So, und... Ansonsten... Ach so, ist der eine Helfer noch zugange? Nee, der ist auch schon wieder fertig. Ja, immer auf den ganzen Feldern jetzt Raps angepflanzt. Die Paletten stehen da noch von mit Düngemittel und Saatgut oder was. Das wird, glaube ich, nicht funktionieren. Probieren wir es lieber so. Genau. So, auf zum Hof, denn ja. Irgendwie, die Schweine vermehren sich wirklich so schnell. Und das sind, da ist ja das, der Mais, die Hauptfrucht, nenne ich es mal, die fressen. Bei den Körnerfrüchten. Deswegen würde ich sagen, sollten wir da nicht die Wagen umkippen, während wir durch die Kurve fahren, sondern einfach mal das den Schweinen zum Fraß vorwerfen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich glaube, das hier oben ist jetzt kürzer. Ja, müsste kürzer sein. Ja, und dann geht's ans Pressen, denn ja, ich habe Mission gemacht. Ich habe auch die anderen beiden, ihr wisst noch, wir hatten Sonnenblumen geerntet und Sojabohnen. Aber ihr seht auch, wie heftig die Lohnzahlungen hier zu Buche schlagen. Das heißt, wir müssen hier auf jeden Fall mal wieder ein bisschen was selbst machen. Und ja, zwei Missionen habe ich gemacht und jetzt können wir uns halt den Autostack holen. Aber jetzt müssen wir erstmal pressen. Erstmal hier die Wagen abladen. Ist auch sehr schön, dass jetzt das nicht mehr kombiniert ist. Also das Q und das I getrennt sind. Dann kann man nämlich jetzt auch auf Abladeträgern die Wagen stehen lassen. Das hatte ja sonst immer so ein bisschen zu Irritationen gefügt. So, nochmal zu den Spiegeln. Das ist im Moment die meistgestellte Frage. Nicht nach der Rundumleuchte, sondern nach den Spiegeln. Na, früher war es immer die Rundumleuchte in LS13. Gerne erkläre ich es nochmal. Ihr könnt das im Optionsmenü einstellen, dass die Spiegel funktionieren. Solltet auch halbwegs gescheite Grafikeinstellungen hochstellen. Und das Ganze im Vormenü des Spiels. Nicht in diesem Menü, da geht das nicht. Sondern im, bevor ihr das Spiel startet. Ihr wisst ja, die Engine kann das irgendwie nicht. Ich weiß auch gar nicht, warum die das nicht kann, ehrlich gesagt. Aber sie kann es nicht. So. Dann laden wir das hier ab. Warum laden wir es hier ab? Weil hier haben wir es dann direkt parat, wenn wir wieder die Tiere füttern müssen. Da können wir auch eben schauen, während das hier ablädt, wie es den Tieren eigentlich geht. Und da sehen wir, die machen fleißig Wolle. Und jetzt geht es darum, dass wir Stroh bekommen. Ja, und dann kann ich jetzt einfach hier abhängen. Das ist nämlich eine coole Sache. Und jetzt geht's los. Ballen pressen mit Garderol. Like a boss. Ich könnte jetzt so Albernheiten anfangen, wie in meinen Videotitel ganz viele X reinzuschreiben. Also XXXXXXXXL oder so. Das ist jetzt irgendwie die allerneueste Mode. Ist auch wieder an Albernheit nicht zu überbieten. Und, so. Geil, ist gespannt, oder? Ich würde schon sagen. So, los geht's. Denn, ja, wir brauchen das Stroh. Wir brauchen auch dann Heu. Und ich habe jetzt im Multiplayer, bei uns, muss man mal sagen, zwischen den Aufnahmen, muss man ja schon fast sagen, herausgefunden,
Da hatten wir auch das Problem, dass wir ganz knapp waren. Wir haben da immer so die Feldränder haben wir da gemäht und dann haben wir da geguckt, dass wir da irgendwie zurande kommen, um Gras und Heu zu bekommen. Und hätte der Wusel es nicht kaputt gemacht, dann hätten wir auch hinreichend Heu gehabt. Na jedenfalls. Und dann, dann sind wir hingegangen, haben, wie gesagt, ne, Gras und Heu gemacht und hatten dann das Gras und das Heu noch in der Presse drin. Und dann wurde mir halt gesagt, Gardarol, du bist so doof. Das höre ich halt häufiger. Aber du kannst doch ganz einfach das selber machen, indem du irgendeine Taste XY drückst und dann werden die Ballen, die noch drin sind, aus der Presse rausgeschoben. Und ich muss zu meiner Schande gestehen, die Funktion kann ich noch nicht und bin jetzt gar nicht sicher, ob es die halt schon gab oder noch nicht gab. Keine Ahnung. So, also hier, neue Ballenpresse. Die klappen wir jetzt erstmal auf. So. Dann senken wir die Pickup. Da schalten wir die Ballenpresse ein. Und jetzt würde ich gerne was probieren. Ein kleines Experiment. Und zwar, ist es möglich... Ist es möglich, mit Hilfe von GPS Ballen zu pressen? So, was muss dafür erfüllt sein? Diese Striche müssen sich immer wieder passend auf die Ballen schieben. Und das tun sie halt nicht. Die Alternative ist... also, das muss doch zu schaffen sein. Warte mal. Nehmen wir schön mittig fahren. Wir experimentieren einfach mal. Also, wir machen jetzt erstmal den Offset auf 0. Jetzt machen wir die Arbeitsbreite mal breiter. Und zwar so breit... Moment, wir schieben mal ein bisschen rüber hier. So. Moment, so kann man es besser sehen. Überhaupt nicht. So. So kann man es besser sehen. Das ist nur genau das, was ich nicht will. So, wir müssten wir doch jetzt eigentlich nur, clever wie wir sind, die beiden roten Linien genau mittig auf den Schwart machen. Richtig. Und wenn der Drescher dann automatisch... Ich will das nur mal testen. Wir machen das natürlich gleich schon selber. Aber ich will es nur mal testen, ob es theoretisch geht. So, jetzt fahren wir einfach mal so. Und dann sagen wir ihm selbstständig abbiegen. Jetzt gucken wir mal. Würde theoretisch gehen. Ja, die Ballen, wie gesagt, würde ich gerne mit dem Autostackwagen dann einsammeln. Und dann entsprechend einer von diesen Scheunen, die wir da haben, würde ich dann gerne einlagern. Außerdem muss, glaube ich, also irgendwas sagt mir, dass mein Trecker mal wieder gereinigt werden muss. Ich weiß jetzt auch nicht, wie ich darauf komme. Schönes Tennis hier, schönes Tennis. Können wir uns mal hier anschauen. Ich glaube, wir können auch mal diese Rundumleuchten ausmachen. Wir sind hier auf der Straße. So, hier kommen sie rausgepurzelt. Die, ups. Oh, ich muss mal diesen Kameramod installieren, der die Kamera auf jeden Fall in der richtigen Position lässt. Weil das ist sonst ein bisschen nervig. So, hier kommen sie rausgepurzelt. Da. Und das läuft. Das funktioniert. So könnte man das machen. Ist natürlich, mit der Zeit verstellen sich die Spuren. Da könnte ich jetzt einfach ein bisschen nachjustieren hier. So. Sehr schön. Ich bin hier mal gespannt, wie viele Ballen hier auf diesem einen Feld dabei rauspurzeln. Und dann könnten wir das eigentlich auch mal... Wie geht das nochmal mit dem Speichern hier? Also erstmal müssen wir die Arbeitsbreite ein bisschen breiter stellen. So, und dann speichern wir das einfach mal. Ah, das kann ich jetzt nicht sehen hier. Gut. Da ist schon wieder einer rausgeputzelt. Schöner enger Wendekreis hier auch.
Was ich ein bisschen komisch und irritierend finde, ist, dass ich am Anfang von dem Schwad, wenn diese Huppel da sind, dass der wirklich da sehr massiv am Kämpfen ist, dass er da drüber kommt überhaupt. Das finde ich schon ein bisschen irritierend. Ja, aber ansonsten kommen wir hier schön hier durch. Klasse, gefällt mir. Ja, so langsam passt es auch von der Breite her. Okay, so, dann müssen wir mal eben gucken. Das funktioniert ja alles. Was ist mit dem Kollegen hier? Hä? Der Helfer einfach aufgehört? Oder was? Der kann ja noch nicht fertig sein hier. Feldfrüchte. Genau, der ist nicht fertig. Warum hat denn der einfach aufgehört hier? Ah, der hat sich festgefahren. Wie geht denn das? Wo hat er sich denn hier festgefahren? Hä? Aber macht ja nichts. Wir haben ja auch jetzt hier Allrad. Und damit kommen wir ja aus jeder misslichen Lage wieder raus. Warum der sich jetzt hier... Das ist mir gerade ein Rätsel. Jetzt lassen wir, glaube ich, auch einen kleinen Streifen. Blöd. Ja, wir müssen auf jeden Fall auch wieder flügen. Da müssen wir auch nochmal ran. Was macht denn unser Silo hier? Wo wir gerade hier sind. Ja, 16% fermentiert. Sehr schön. So, jetzt weiß ich gar nicht, ob wir hier unten noch düngen mussten oder ob wir da schon gedüngt hatten. Und dann pressen wir weiter Ballen und dann müssen wir in der nächsten Folge die mit dem Autostack einsammeln und schön irgendwie in eine Halle verräumen. Was auch noch möglicherweise sehr spannend wird, weil ich glaube, diese Hallen sind alle so ein bisschen zu low profile. So, und hier geht's ganz einfach weiter. Scheint die Arbeitsbreite schon fast ein bisschen zu breit zu sein. Ah, so kriegen wir auch schöne Bilder, ne? Wie der Trecker hier auf das zufährt. Mit Arbeitslicht, ohne Arbeitslicht. Sehr cool. Wir könnten auch sagen, er soll dann eine Rolle zwischendurch auslassen. Hier sieht man, na, da Pickup-Trommel. Auch grafisch ein bisschen aufgebessert. So. Na, oder eher noch knapp, ich weiß es nicht. Ich hätte auch gerne so einen Lebenszeitballenzähler, der halt immer sagt, so im ganzen Leben dieser Presse wurden so und so viele Ballen gemacht. Hier ist auch nochmal so ein kleiner Rückspiegel, wenn man andersrum fährt. Es ist ja auch lustig. Das kann ich auch noch nicht. Ja, und ihr seht, wenn der Drescher schön gerade gefahren ist und immer schön den Abstand gehalten hat, also der Helfer in dem Fall, kann man das so durchaus machen. Das geht schon so. Entschuldigung. So. Ich überlege gerade mit euch gemeinsam, wenn wir Forstwirtschaft angehen, da haben wir ja jetzt mehrere Dinger hier zur Auswahl. Da haben wir zum einen, hätten wir unten drei Waldflächen, die sind halt ein bisschen weit weg. Hätten möglicherweise, wo sind das Sägewerk da oben? Also, von der Lage zum Sägewerk her müsste ich mich ja dann doch leider von dem Wald trennen, den ich so cool fand, ne? Wo es zu den Schweinen hochging früher. Aber wenn wir mit dem Zug fahren können, dann können wir auch jeden anderen beliebigen Wald nehmen. Vielleicht einen unten am Meppenrand oder halt den Wald direkt bei uns oben am Hof. Weil es auch schön ist, ne? Wenn der Hof so ein bisschen am Wald liegt und so. Also ich tendiere so ein bisschen den Wald zu nehmen, der da oben ist bei Feld Nummer 5. Warum, weiß ich auch nicht.
Das ist ja die Frage, wie man da hinkommt, ne? Ich kann da so schwer die Straßen erkennen oder so. Keine Ahnung. Die nächste Frage ist, ob wir dann für die Ballen dann noch so Geld kriegen. Es gab ja mal die Möglichkeit, so letzte Bahn hier, Ballen zu verkaufen. Da weiß ich jetzt aber gar nicht. Mal gucken hier. So. Also, Ballen. Jawohl. 99 pro... Ja, Moment mal. Achso, das ist die Lage, okay. Also, wenn wir die Ballen in die Scheune fahren, bekommen wir 99 pro Ballen. Das ist natürlich auch wieder... Hä? Weißt du, da, zum Leben... Nee, zum Sterben zu wenig, zum Leben zu viel? Nee, wie heißt denn der Spruch? Keine Ahnung. Ich würde sagen, wir gucken dann also erstmal, wie viele Ballen hier rausgekommen sind. Das heißt, wir brauchen hier unten mal so einen kleinen Unterstand, wo wir dann die Maschinen reinfahren können. Denn ich werde jetzt auf keinen Fall... immer mit dieser Presse hin und her fahren. Sowas machen wir nicht. Das erste lassen wir den mal hier stehen. Wobei. Der hier muss doch locker den Autostack ziehen können, oder? Wir gucken mal, wie viel PS hatte der? 117 und der Autostack benötigt. Der große Ballentechnik. Ich habe auch ewig und drei Tage gesucht, wo die Ballensachen sind. Bis ich auf die Idee gekommen bin, ob die Ballenklamotten wohl unter Ballentechnik zu finden sind. Ja, bin ja schon mal so ein Klötzchen, ne? So, hier sind keine PS-Angaben dran. Das heißt, ich werde einfach mal ausprobieren, ob das mit dem geht. Also, hier einmal das volle Programm. Einmal das volle Programm Ballentechnik für euch. Und genau für sowas ist dann dieser Trecker, ne? Der wird ja dann auch wieder am Hof gebraucht. Das heißt, der kann jetzt irgendwo hinfahren, die Sachen holen und wieder zurückfahren und am Hof verbringen. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Wie gesagt, also, liebe Kinder, bitte nicht nachmachen. Ihr schaut natürlich selbstverständlich immer in den Rückspiegel. Oh, wenn der Onkel das nicht tut. Der Onkel ist böse. So. Das ist nur wieder. So. Gucken wir uns mal an hier. Da ist er, der neue Arcosin Autostack. Ich bin gespannt. Wir schauen mal. So, 16 Ballen kriegen wir drauf. Wenn das zwei Fahrten wären, das wäre natürlich prickelnd. Sonst müssen wir halt noch den fehlenden zweiten Ballensatz komplettieren. Weil ihr wisst ja, unvollständige oder Leerfahrten kosten unnötig Geld. Und bei unserem Glück haben wir jetzt genau, so wie ich uns kenne, 33 Ballen gepresst. Oder eigentlich wäre es noch ärgerlicher, wenn es 24 sind, weil dann kann ich mich wieder nicht entscheiden, ne? Dann halte ich wieder 5 Stunden mit mir selber Zwiesprache. Ups, habe ich vergessen zu blinken. So, dann gucken wir mal. So. Also, erstmal Arbeitsstellung. Zzt. Und dann geht er los hier. Einmal zeige ich euch das von außen und dann den Rest versuchen wir mal ganz elegant in der Ego-Perspektive. Hey. 100 Euro. €200. Also das ist natürlich sehr, sehr müßig. So.
sowas ginge dann auch irgendwann, wenn das richtige Cosplay erscheint. Kann ja schon sein, dass es mittlerweile raus ist. Ich weiß ja nicht, wann diese Folge erscheint. Ich produziere ja mal ein bisschen vor. Ich glaube trotzdem, dass es besser in dieser Perspektive geht. Hä? Wie hoch steckt denn der die? Ach, das ist jetzt auch so eine Klemme dran, oder was? Warte mal. Das will ich jetzt mal wissen hier. Eins, wie ein Spielkind. Zwei. Ach. Das ist ja geil. Na sowas. Wieder was Neues gelernt hier. Also der nimmt den erst so. Schiebt den zweiten daran. Packt sich beide und stellt die hochkant. Damit, wenn man die ablädt, die wieder auf der vollen Seite steht. Das habe ich gar nicht so in Erinnerung. War das schon immer? Natürlich war das schon immer so. Ich habe das nur wieder verpeilt wahrscheinlich. Hm. Pech haben, kriegen wir nur mal den ersten Wagen voll. Huch. Entschuldigung. Ja, und wenn wir den so nicht in die Halle reinkriegen oder die Ballen nicht in die Halle kriegen, dann würde ich fast sagen, wir gucken mal, ob wir eine andere Halle noch irgendwo hinstellen, wo wir die separat... Wir haben ja so einen riesen Hof, dass sie einfach irgendwie so eine Ballenhalle hinstellen. Oh, jetzt merken wir aber langsam, schlagartig wird hier das Gewicht, spielt jetzt eine Rolle. Also wir brauchen für solche Transportaufgaben auf jeden Fall noch andere Trecker. So, also ich glaube, es lohnt sich wirklich, dass wir eine zweite Ladung Ballen produzieren. So, damit, damit diejenigen belohnt werden, die die Folge mal ganz gucken, fahren wir jetzt natürlich noch in die Halle und laden die Ballen ab. Auch wenn die Folge schon längst wieder rum ist. Time goes by when you're having fun. Sag's hier mal wieder. Ja, und inzwischen den Folgen werde ich dann weiter sehen. Dann werden wir die Zeit vorlaufen lassen. Und dann wollen wir mal gucken, was aus unserem Silo geworden ist, was die Tiere so machen und wie viel Geld wir dann haben, um uns eventuell neue Sachen kaufen zu können. Natürlich werde ich euch das nicht antun, dass wir jetzt hier 5 Folgen lang irgendwie Ballen pressen. Aber ich werde noch eine zweite Fuhre Ballen holen auf jeden Fall. Das werden wir auf jeden Fall machen. Und dann, also noch so lange das Stroh pressen, bis wir die Ballen haben. Weil ich muss ja auch wieder das Feld sehen. Und vor allen Dingen, oh nee, wir brauchen noch einen neuen Flug. Und dafür brauchen wir halt mal stärkere Trecker. Also, wir haben auf jeden Fall noch jede Menge vor uns hier. Ist noch lange nicht Schluss. Aber jetzt erstmal die Belohnung für all diejenigen, die mal bis zum Ende dranbleiben. Wir testen die Ballenscheune. Und ich glaube, die sind beide gleich hoch. Ich glaube, das passt nicht. Nee, nee, nee. Also ich kann nicht in dieser Scheune hier, da kann ich nicht den Ballenwagen hochsetzen. Das geht überhaupt nicht. Hm, wie machen wir das denn dann? Dann müssten wir mal überlegen. Erstmal hier wieder aber Transportstellung sowieso. Das habe ich sowieso schon falsch gemacht. Wenn wir die jetzt, ich kann nur entladen. Ich kann auch niemals hochstellen hier. Oder gibt es da nochmal die Bestätigung, hier entladen, Fragezeichen? Das weiß ich halt nicht. Wären in dieser Hallen hier hoch genug? Wahrscheinlich auch nicht. Ja, oder doch. Das ist schwer zu sagen. Ups. Ja, die wären auf jeden Fall hoch genug. Gut, wir gucken mal. Also, wir bauen eine Halle. Fahrzeugunterstand. Ja, wie groß sind denn die? Würde die Halle vielleicht sogar reichen? Das ist immer so schwer abzuschätzen.
Müssen wir mal testen, oder? Ich würde sagen, wir testen das einfach mal. Wir müssen erstmal wieder zurück auf die Maschine, damit wir da möglichst in der Nähe rauskommen. Und dann testen wir mal. Was haben wir denn alles hier? Die Halle, die Halle, die Halle. Wir können es auch in ein Heizkraftwerk reinschmeißen. Also, Heuballen, Strohballen in eine kleine Lagerhalle. Reicht die? Ich weiß es nicht. So, dann nehmen wir natürlich hier den Platz. Ach, hier kann nichts platziert werden, wahrscheinlich weil da die Fahrzeuge spawnen. Dann nehmen wir mal hier den Platz. Weil wir wollen ja auch, dass dieses ganze Braun hier verschwindet und dass dann irgendwo früher oder später hier alles schön zugebaut ist. Und da wir die Sachen hier eh bei den Tieren wahrscheinlich möglicherweise am meisten brauchen, würde ich sagen, stellen wir die Halle mal hier hin und testen es einfach mal. Würde ich mal so vorschlagen. So ist das ungefähr mittig. Ja, ich denke schon, ne? So, gucken wir mal, ob es da reinpasst. Das sieht ja fast genau... sieht genauso hoch aus wie die hier. Bonus. Hätte ich doch XXXXL dran schreiben sollen. So, gucken wir mal. Und wenn wir das jemals voll haben wollen mit Ballen hier, ne, dann... So. Das war alles geplant. Gucken wir mal. Ach komm, wir schauen erstmal, was passiert, wenn wir jetzt Z drücken. Ich will diese auch nicht so Kilometer weiter reinfahren, weil... Müssen wir ja gar nicht. Erstmal bündig mit der Wand. So, und jetzt. Zit. Oh. Oh. Es ist aber jetzt nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und das scheitert jetzt an der Höhe. Ja, die ist nicht hoch genug. Aber die sind ja auch nicht höher. Was machen wir denn da? Oder soll ich die hier abladen und dann da reinschieben? Geht das vielleicht? Oh, ich habe da kein gutes Gefühl bei. Nee, das, ich will das so nicht. Das gefällt mir nicht. Ich lasse mir was einfallen. Welche Lösung immer das sein wird, seht ihr in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Bis dahin, besten Dank fürs Zuschauen. Und dann könnt ihr gespannt sein, was ich mir überlegt habe. Tschüss.